wenn ihr künstlerisch tätig seid und ihr hättet gern, dass das als radikal wahrgenommen wird, dann wäre es vielleicht ein Tipp, dass ihr immer wieder so Sachen einbaut wie Ficky, Ficky, Ficky oder Gacki oder Eichelcast zum Beispiel. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Oder? Stefanie Sargnagel. Wir nehmen den Zuschauer mit auf eine Reise in deine Welt. Mich hat es noch schon interessiert, wie mein Leben im Film weitergeht. Das wäre genau die Rolle, die ich jetzt brauche. Endlich einmal was mit Tiefgang. Oder wenn du an einer Überdosis stirbst, dann komme ich auf den Graben und wichs drauf. Das ist lieb. Ist Abnehmen eigentlich antifeministisch? Ich wäre urgern fitnesssüchtig. Das Sport, Sport, Sport ist gut. Sport ist gegeben für Jungs. Ah, jeder würde sagen Sport, Sport, Sport. Sport. Soll ich eher zunehmen? Endlich einmal so zunehmen wie die Zellweger. Stark. Stefanie, Großaufnahme. Sie blickt in die Ferne. Meine Version der Sargnagel ist, glaube ich, authentischer als das Original. Das ist für Österreich lebensnotwendig, das, was Stefanie Sargnagel macht. Ciao, ihr Nazis. Scheiß Nazis. Schon feiern können die schon, diese ganzen Wappler. Sind sie auch alle so urgut im Bett auf so eine perverse Nazi-Art? Ich habe gehört, sie schreibt Gedichte oder so. Aber ob sie davon leben kann, weiß ich nicht. Jede Lesereise verkürzt mein Leben um mindestens 10 Jahre. Was? Steffi, du trinkst schon relativ viel, oder? Naja, na und? Das ist ja, brauche ich ja fürs Image. Manchmal habe ich Albträume, dass ich eine Kunstfigur bin. Wenn die Sargnagel wieder da ist, ist die Sargnagel die Sargnagel. Ich bin die Sargnagel, ich habe ja sogar schon einen Vertrag. Ich bin ein Genie! Da habe ich wirklich allen gesagt, sie sollen sich zu Alabe kennen und in den Dschihad ziehen.